Dann sage ich, hier, alles was jetzt beim untersten und obersten Punkt ist, wird jetzt hier automatisch aufgeteilt. Jetzt ist unser Haus 100 mal so klein, unser Text bleibt aber auf 2,5 mm, damit wir das Ganze lesen können. Also hin, ich kann den einfach rechtwinklig absetzen, sage ich jetzt mal, wechsle aber jetzt den Maßstab 1 zu 100 und da habe ich in der nächsten Folie den einfach dann so eingedreht, weil der Maßstab 1 zu 100, das ist das Tolle, dass hier unten das mit angegeben wurde. Und jetzt habe ich von meinen Folien die verschiedenen Maßstäbe hier abgesetzt. Was ist da los? Wenn ich jetzt einen Text bzw. ein Beschriftungsbild, eine Formel anklicke und in die Eigenschaften reingehe, dann kann ich unter der Sektion Element, machen wir alles andere zu, hier das Element, ganz unten habe ich hier eine Checkbox, die heißt Größe gleichbleibend im Plan, Haken rein oder nicht. Was soll das? Ich sage es euch ganz genau. Es gibt eine Höhe und eine Breite, die ein Text hat. Irgendwie logisch, oder? Die Höhe ist ein bisschen ausschlaggebender für mich. Das heißt, im Plan am Ende oder auf meinem Blatt Papier, es muss nicht unbedingt der Plan sein, kann auch ein DIN A4 Zettel sein, soll die Beschriftung, also ein Text, 2,5 mm hoch sein. Okay? Das ist sozusagen der Kasten des Textes, 2,5 mm, und an den orientiert sich jetzt mein Text. Je nachdem, welchen Maßstab ich eingebe, desto größer wird, also wenn ich einen Maßstab 1 zu 1 habe, müsst ihr euch vorstellen, ist ein Haus, wenn ich da jetzt ein Haus mal, 1 zu 1, ein Haus ist 12 Meter breit und 8 Meter hoch, das ist natürlich dumm, da eine Linie zu machen, ich habe mir gedacht, ich habe das Quadrat drin, Entschuldigung, aber gut, wir machen jetzt unser Haus von Nikolaus, X fest, und zack. Und dann machen wir jetzt hier nur ein Dächlein drauf. Mal auf 3 Meter irgendwie so. Wunderbar. Wir haben jetzt das Haus, das ist jetzt im Maßstab 1 zu 1 gezeichnet. Wir setzen einen Text ab. Und wenn wir jetzt einen Plan ausbauen würden, der genauso groß wäre wie das Haus, dann möchten wir, dass das Beschriftungsbild nicht genauso groß ist wie das Haus, dass sich das mit verzerrt, sondern dass es immer auf 2,5 cm bleibt. Moment, ich habe eine Hilfskonstruktion ein, das möchte ich nicht. Und nehme ich da auch auf Standard jetzt schreiben. So, jetzt schreibe ich hier einfach das Haus von Nikolaus. 2,5 Schriftgröße. Wenn ich das anschaue, dann ist der Text so klein. Ist aber irgendwie richtig, da das 2,5 mm sind. Und im Gegensatz zu dem Haus ist es natürlich ganz anders. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Jetzt haben wir einen Plotter, der 100 mal so klein ist wie das Haus. Dann ist der Text schon größer. 1 zu 100. Aber Moment, jetzt denken wir uns, ja, jetzt hat sich aber der Text, die Ausrichtung war ein bisschen blöd gewählt. Jetzt hat sich ja bloß der Text vergrößert und das Haus, das ist ja gleich geblieben. Jetzt haben wir den Maßstab 1 zu 100 gemacht und da hat sich der Text vergrößert. Das stimmt nicht so ganz, sondern eigentlich hat sich der Hintergrund verkleinert und der Text ist gleich geblieben. Wir sehen es bloß anders. Also 1 zu 1. 1 zu 100. Wenn wir das Ganze uns auf dem Planlayout anschauen, da mache ich genau dieses Beispiel. Ich hole mir jetzt schnell dieses Planelement. Machen wir schnell Punkt modifizieren und suchen uns das Ganze. Das muss irgendwo hier sein. Okay. Finden wir es so nicht. Dann machen wir schnell Plan modifizieren. Hier haben wir es. Jetzt haben wir unser Haus. Das haben wir hier. Wir haben hier einen Plan. Und wir haben hier diesen Maßstab. 1 zu 10, nein, wir machen 1 zu 100, dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Also nochmal modifizieren, nochmal rein. Das ist unser Haus. Wir haben hier unten einen DIN A4 Plan und in diesen DIN A4 Plan passt das Haus nicht rein, ist logisch, ne? Aber unser Text ist dennoch lesbar auf unserem DIN A4 Blatt. Jetzt schauen wir natürlich, dass dieses Haus irgendwie auf dieses DIN A4 Blatt drauf passt und jetzt spielen wir daran an unseren Maßstab. Wir
verzehren das Ganze. Der Plan soll im Maßstab 1 zu 100 zum Beispiel sein. Jetzt ist unser Haus 100 mal so klein, unser Text bleibt aber auf 2,5 mm, damit wir das Ganze lesen können. Also wie ihr seht, jetzt haben wir unser Haus vom Nikolaus hier drauf gekriegt. Wir haben es 100 mal verkleinert, der Text blieb immer gleich. Und das ist auch mit den Beschriftungsbildern so, der Text bleibt immer gleich groß. Aber was sich nicht verändert, ist der Abstand. Denn es ist kein Blocktext, das sind einzelne Beschriftungsbilder. Jetzt gehe ich in mein Teilbild zurück und erkläre ich das nur. Ich gehe in meinen Maßstab 1 zu 10. Ja, das passt. Ich gehe in Maßstab 1 zu 10, stelle ich ein, gehe aber auf mein Beschriftungsbild 1 zu 25. Kleiner Tipp, macht immer so eine Hilfskonstruktion dazu im Text, dann wisst ihr, wie groß die Folie ist. Das ist so ein Bonus, ne? So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe einen Text, der hat eine Ausrichtung. Eine Ausrichtung, wo sehen wir die? Unten links, hier, Textanfangspunkt ist unten links. Auch hier, Textanfangspunkt ist unten links. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr einen Text anklickt, dann ist hier dieser Textanfangspunkt. Wenn ihr den jetzt noch in die Mitte setzt, hier so, und hier auf die Eigenschaften dann gebe, wieder, dann ist hier Textanfangspunkt Mitte links. Okay? Das ist der Referenzpunkt, von dem aus breitet sich der Text aus. Wenn der in der Mitte ist, dann geht er nach links und nach rechts breitet sich der aus. Gut. Jetzt ist unser Abstand von unserem Absetzpunkt von hier nach hier immer gleichbleibend. In dem Fall ist er 10,417. Ja, warum, das zeige ich dann. Aber sagen wir mal 10,4, den merken wir uns. Und jetzt ändern wir den Maßstab in 1 zu 25 um, so wie es dann auch dargestellt wird. Und jetzt nochmal die Referenzpunkte abgreifen. Wir haben wieder die 10,4. Das heißt, der Abstand ändert sich aber nicht mit, obwohl der Text für uns immer wieder größer erscheint oder kleiner erscheint. Der Text bleibt immer auf 2,5 in der Größe auf dem Plan, aber der Abstand ändert sich nicht mit. Genau aus diesem Grund brauchen wir verschiedene Folien. Makrofolien nennt man das. Und da mache ich jetzt gerade lauter verschiedene, Maßstab 1 zu 50. Und immer wenn ich nicht weiß, welchen Maßstab ich habe, hier unten habe ich es ja dran geschrieben, 1 zu 100. Und schon ändert sich das Ganze mit. Bei mir ist es jetzt sozusagen ein Beschriftungsbild, wo die Raumnummer, die Raumnummer und der Raumname, also die Funktion hier erscheint. Dann haben wir hier das Material, was der Fußbodenbelag ist. Wir haben die Fläche, Umfang und die Sockelleisten hinzu. Und das möchte ich aber für möglichst alle Maßstäbe absetzen. Und den letzten, den mache ich mit euch gemeinsam. Ich habe den Maßstab 200 jetzt hier abgesetzt. Und möchte das Ganze noch im Maßstab 250 absetzen. Und wie geht es jetzt am schnellsten? Wie gehe ich da am schnellsten vor? Wie gesagt, das kriegt ihr auch alles in der Schulung genau beigebracht. Genauso wie das werdet ihr über die Attribute lernen. Ihr werdet es lernen mit den Beschriftungsbildern und auch Legenden. Also es ist alles in dem ganzen Gesamtpaket dabei. Jetzt kopiere ich mir dieses Beschriftungsbild. Sagen wir von hier nach hier. Und jetzt möchte ich aber von 200 auf 250 gehe ich her und schreibe das erstmal hier hin, damit ich selber auch wieder weiß, was ist denn für ein Beschriftungsbild. Und später beim Absetzen hilft euch das auch enorm viel weiter. Der Text bleibt gleich, wir setzen den gleich auf 250, aber was sich verändern muss, ist sind diese Ausgangslinien. Die muss ich verzerren. Da benutze ich auch die Funktion verzerren. Dann sagt Altplan, was möchtest du denn verzehren? Ich möchte jetzt eigentlich diese Auslinien verzehren. Ihr könnt jetzt entweder den Rechtsklick mit der Summe-Funktion die einzelnen Linien anklicken. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. Sondern ich gehe mit Links-Shift und klicke eine Linie an. Denn die wurden als Linienzug erstellt. Und deswegen erkennt Altplan die Verkettung. Und mit Links-Shift kann man immer eine ganze Verkettung auswählen. Funktioniert übrigens auch bei den Bewährungsoptionen, also bei der Bewährungsverlegung. Jetzt möchte ich was verzerren. Wo ist mein Festpunkt? Also ich sage hier links oben bleibt gleich und das soll sich einfach nach rechts unten ausbreiten. Also Festpunkt links oben wählen. Und jetzt das ganze Verzerren vom Maßstab 200 auf 250 sind 25%. Deswegen gebe ich hier ein 1,25. Also 1,0 wäre die Verzerrung, gar nichts ändert sich und 25 noch dazu sind 25% ins Plus.
und auch in Y möchte ich das Ganze so verzehren. Da es sich hier um 2D-Sachen handelt, weiß Alban, Z brauche ich gar nicht abfragen, ist irrelevant. Jetzt haben wir das Ganze ausgebreitet und wie können wir das jetzt am schnellsten sich verteilen lassen? Ja? Dazu sage ich Maßstab 1 zu 250. Ich verschiebe das Ganze hier ein bisschen runter, so wie es mir taugt. Ihr könnt natürlich hier auch Zahlen eingeben, von Referenzpunkt aus, von oben runter. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. Ich schiebe das auch noch runter. Halt dabei die Links-Shift-Taste gedrückt, dass ich hier rastere. Und sage, okay, von da nach da. Und jetzt möchte ich den Rest hier irgendwie verteilen lassen. Ihr kennt bestimmt diese Optionen Texte ausrichten, dass ich sage, okay, an rechten Rand aus sortieren, links, ihr könnt euch alle unten umsortieren, rückgängig und so weiter und so fort. Hilft uns nichts, wir wollen das hier verteilen. Es gibt noch Ausrichten, da gibt es mehr Funktionen, da kann man auch sagen, okay, verteilt es euch mal mittig hier. Ja, das war falsch. Verteilt es euch mal mittig hier. Ja, genau, so könnt ihr euch ja vorstellen. Jetzt hat sich das so mittig verteilt. Bringt uns hier auch nichts. Es gibt noch die weitere Funktion, die ich hier empfehle, verteilen. Und mit verteilen können wir sagen, es soll sich verteilen zwischen zwei Punkten. Da sage ich hier, alles was jetzt beim untersten und obersten Punkt ist, wird jetzt hier automatisch aufgeteilt. Et voilà, wir haben die Beschriftung hier einfach aufgeteilt, ohne dass wir einmal messen mussten und umrechnen mussten in 1,25 oder so weiter. Ne? Und jetzt können wir natürlich die ganzen Beschriftungsbilder absetzen als Folien. Ich fange jetzt beim ersten an und danach zeige ich die Endcard. Bei den Rest, den bekommt ihr in der Schulung gezeigt. Das ist logisch. So, Beschriftungsbild. Wir definieren was. Wir machen eine Folie ein. Bezugsmaßstab 0 bis 1 zu 10. Und du bist unser Held. Da ist unser Absetzpunkt. Und jetzt gehen wir, dann heißt es, was ist die zweite Makrofolie? Die machen wir von 10 bis 25. Du, Absetzpunkt hier. Und so geht es jetzt immer weiter, unser Spielchen, bis wir zufrieden sind. Und wie ihr natürlich da Formeln reinbekommt, die lernt ihr natürlich auch in meiner Schulung. Jetzt zeige ich euch noch eine weitere Sinnhaftigkeit für die verschiedenen Folien in den Beschriftungsbildern. Zum Beispiel habe ich jetzt den Maßstab 1 zu 50 ausgewählt und habe einfach so einen Einzeiler in den Raum abgesetzt. Natürlich möchtet ihr noch wissen, welche Fläche oder Umfang der Raum hat. Bekomme ich aber jetzt eigentlich nicht rein, wenn ich einen anderen Maßstab auswähle. Aber jetzt in dem Fall 1 zu 50, ich bekomme den Text einfach so hin. Ich kann den einfach rechtwinklig absetzen, sage ich jetzt mal. Wechsle aber jetzt den Maßstab 1 zu 100 und da habe ich in der nächsten Folie den einfach dann so eingedreht, weil diesen Text würde ich jetzt rechtwinklig da nicht mehr in den Raum reinkriegen. Und wir sehen, dass wir hier, ich habe jetzt die zwei größten Räume sogar ausgewählt, hier gibt es noch kleinere, die einfach über Flächensuche erstellt und das Rote, was wir setzen, nicht die Seitenflächen, sondern einfach die Sockeln in dem Fall bei mir. Und ja, und jetzt möchte ich das Ganze beschriften und möchte noch zusätzlich schauen, was hat denn der Raum eigentlich an Attribuierungen. Also schrifte ich mir den Raum, ich sage Maßstab 1 zu 100, okay. Kann also Maßstab 1 zu 150, gut, den habe ich nicht belegt, also lassen wir es bei 1 zu 100, sonst müsste ich den wieder hindrehen. Und wenn ich den Raum jetzt hier beschriften würde und sage den Raumstempel groß, dann sehe ich, also egal wie ich das ganze Ding drehen würde, diese Angabe von dem Raum, die würde ich hier nicht absetzen können. Das heißt, ich kann aber das Ganze außerhalb von meinem Plan hier vielleicht absetzen, wo ich Platz habe und auch vielleicht von hier im Maßstab 1 zu 100. Das ist das Tolle, dass hier unten das mit angegeben wurde. Und jetzt habe ich von meinen Folien die verschiedenen Maßstäbe hier abgesetzt und kann zum Beispiel jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal mit so einem Hilfetext oder sowas könnte ich das noch andeuten, wo das Ganze hinkommt. Zum Beispiel Büro 100, also Raumnummer 100 hierhin, Raumnummer 80 hierhin und dann habe ich das auch Ganze beschriftet. Und das jetzt einfach mit verschiedenen Stempeln. Und im nächsten Projekt brauche ich aber nicht Maßstab 1 zu 100, da brauche ich aber nicht ein neues Beschriftungsbild erstellen, sondern da habe ich einfach dann das Beschriftungsbild 1 zu 150. Und das kann ich natürlich auch wieder verschieben. Das heißt, halt verschiebe.
das hier raus. Und im nächsten Projekt haben wir dann Maßstab 1 zu 50. Ja, müssen wir den Textzeiger nochmal neu machen. Kann natürlich auch eine Linie sein. Aber so könnt ihr das sozusagen mit den Folien einfach mehr Flexibilität in die Beschriftungen reinbekommen. So, das war es jetzt auch. Jetzt kommt die Endcard. Like das Video, teilt es und dann klickt es natürlich auch gleich auf das nächste Video. Servus, ciao, euer Peter.